Wenn es eine Seuche gibt und dann dazu ein Medikament, das eine Erkrankung nicht verhindert, eine Übertragung nicht verhindert und dessen hauptsächliche Wirkung die ist, dass sie den Verlauf abmildert, dann ist das durchaus positiv und verdient, nicht schlecht geredet zu werden. Aber ganz ehrlich, das ist doch ziemlich genau die Wirkung, die man sich von einem Placebo-Medikament erwartet, oder?